müssen zum MD kurz. O'Hara hat angerufen. Es gab eine Riesenschießerei. Empire gegen Devils, diesmal auf dem Gelände des Empires. Es lagen einige auf dem Boden. Die meisten sind im MD. Einen hat O'Hara jetzt zum Pier gebracht. Das ist aber dieser Liam Lichtenberger, den ich vorhin in Wien nicht gefunden habe. Der weiß aber von nichts. Er sagt, er ist seit 3 Tagen dabei. Er hat keine Ahnung, warum das überhaupt gekommen ist und so. Er hat halt mitgemacht, weil Empire und so. Okay, ist, ne? Deswegen fahren wir jetzt zum MD und gucken, wie da die Zeugenaussagen so laufen. Und ich ziehe den Träger wieder hoch, ja? Ja, besser ist. Und hat das durchaus mitbekommen. Ich konnte jetzt aber schlecht sagen, Owen, fass mich nicht an, wenn wir nicht telefonieren. Das hättest du auch nicht gesagt. Ja, vielleicht schon. Und ein paar Detectives, PDler, mein Gott, muss ich mich durcheinander. PDler sind noch beim Empire und nehmen da noch Aussagen und so weiter auf. Du musst deine Haare nur mal kurz richten. Na klar. Die Devils haben eine Riesenprügelei beim Unicorn. Gehen danach los zum Empire und rumknallen oder was? Oh, ich kann das nicht. Frag mich nicht. Haben die hier eigentlich für einen Fuhrpark? Also ich weiß, wo die Behandlungsräume sind, aber wo sind die jetzt? Okay, warte mal. Meinst du nicht, dass wir uns einfach hier so mal an die Seite stellen sollten? Die werden alle miteinander reden, oder? Gehen wir nicht so flattermeißen, ne? Meinst du den Rest machen? Du meinst, den Rest machen die Officer, ja? Was würde denn rausspringen für die Info? Gegen euch haben. Ich hab auch gesagt, so, hey, für 5000 da, ne, stehen wir nicht mal auf. Also, es muss angeblich ein ganz hoher Betrag gewesen sein, so sagen wir mal 9 oder 10, ab 10.000, den wir quasi ohne Rechnung einbezogen haben. Also, meine Jungs machen das nicht. Also wir scherzen, weil, guck mal, bei uns ist es ja so, ne, diese Pacht ist ja eine, wie hat er gesagt, dynamische Pacht. Wenn du wenig einnimmst, zahlst du auch weniger. Und wenn du mehr einnimmst, zahlst du mehr. Ne? Letzte Woche habe ich halt 10.000 Pach gezahlt, diese Woche werden es 50.000 sein. Ach du Scheiße. Wir haben halt immer so natürlich gescherzt. Ja, es, und uns, wir haben gescherzt so. Nee, wir werden natürlich jetzt nur noch hier das System dribbeln und bar zahlen und alles. Nein, natürlich, das war aber nur, weißt du, wir haben gesagt, natürlich machen wir das nicht. Also so, irgendeiner muss es gehört haben und wohl zum Finanzamt gelaufen sein. Finanzamt, ja. Eine Frage ist natürlich, wer hat das mitbekommen, der nicht zum Preis gehört. Da, das ist ja das. Und du weißt ja, bei uns ist halt reger Betrieb. Ja. Ich glaube, das wird auch im Sande verlaufen, da jemanden zu finden. Aber du, wenn du es kannst, ich würde mich freuen, wirklich. Ich will dieser Person auch nicht mal wehtun, ich will einfach nur fragen. Ja, sind Sie verletzt? Warten Sie? Danke dir, Big Mac, danke. Ach so, ja, geht's okay, alles klar, gerne. Sehr gut, sehr gut. Hallo, Nori. Okay, vielleicht sind die ganz oben. Ja, sie haben mir gesagt, ich soll hier warten. Naja, haben sie vergessen. Na gut, weg, wir fahren wieder in die Werkstatt hoch. Alles klar. Schlafen. Dabei, ja, wir sehen uns. Bis dann. Ja. Ja, dir auch.
Wir können da wieder rauf. Mach ich. Hat am Anfang einmal gesagt, was ist dir diese Info wert? Ciao, PD. Kam vom Devil. Ich weiß. Ging ja jetzt aber gerade um was ganz anderes. Okay. Ab dem Moment habe ich alles gehört. Ging um was ganz anderes. Okay. Ging darum, dass irgendjemand die Werkstatt angeschwärzt hat, weil die gescherzt haben, die machen jetzt alles im Bar, damit die Pacht nicht steigt. Und der wollte von dem Devil-Typen wissen, wer das war. Wer den da angeschwärzt hat. Hallo, ich habe einen Medic, der aufkommt, die Tür aufmachen könnte. Wir schließen die Türen hier im MD ab. Ja, natürlich. Nicht. Dann schrafft ihr das ja. Also im Notfall? Da ist ja Polizei. Ich stehe noch bei denen auch immer vor den Zellen. Das sind auch Notfälle. Na gut. Wir kennen uns. Gleiche. Grüße. Moin. Dann? Hey. Hi. Moin. Wie geht's dir? Danke, gut. Bist du Mosch? Nee. Nee, ich bin nicht, aber ich tue sorry, einfach mal und mach mit. Hätte ja klappen können. Ich dachte, erzähl mir jetzt die Geschichte des Lebens. Das Cloud, bei dem sollte ich mich melden, aber ich habe die Nummer nicht gekriegt, aber da ist er. Oh, ich habe die Nummer doch gekriegt. Wenn ich mehr, wenn Nummer, ich das Messen und da kommt die DTU an. Ja, das meine ich ja mit Cloud. Ach, Cloud ist, okay. 849. Wie doll sind die denn drin in der Task Force Empire, die DTU? Wie gesagt, also das Gespräch, was wir hatten, war super. Okay, oh, vielleicht Hera. Sollten wir die raus. Oh, hallo. Und die anderen oben, wissen Sie das? Nee, wissen wir nicht. Wir standen hier so ein bisschen, okay. Weil der eine Devils-Typ sich gerade so ein bisschen geheim unterhalten hat und wir haben gelauscht. Ola! Hey. Guck mal oben. Was ist da oben los? Brauchst du die Analyse? Dann wäre es ja auch gut, die mit einzubeziehen, oder nicht? Dass wir zum Beispiel jetzt hier den Menschen in Erfahrung gebracht haben, der Fuchs war. Ja, dafür können wir einfach nochmal mit denen besprechen. Die Frage ist immer nur, wann. Also deren frühesten Besprechungstermine sind 20 Uhr, vorher können die nicht. Da haben wir auch Besprechungen, da scheißen wir halt dann erstmal drauf. Also wir können uns gerne morgen mit denen nochmal 20 Uhr treffen. Wir wollten aber auch dafür sorgen, dass wir morgen eventuell die erste Anklage durchkriegen, ne? Wegen dieser Nötigungsscheiße da, die wir schon fertig haben. Wo die Täteraussagen schon da sind. Wollen wir vielleicht den Schritt davor machen? Hallo. Und hallo. Morgen uns um die ganzen Aussagen über Lettner kümmern, von den ganzen Akten, bei denen uns die fehlen. Mhm. Dann können wir das nämlich nochmal anders sortieren. Ich habe es einmal versucht bei unseren Dokumenten, da so diese Pakete zu schnüren, von denen du sprachst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Akten diese Nötigungsakten sind. Mhm. Oder ich hab's, dann würde ich halt nach Zeitstrahl gehen, weißt du? Dann würde ich einfach zeitlich das in Pakete schnüren. Boah. Okay, das wäre natürlich das Forderndste, ne? Die so, Zeiten. Die Akten, ja, gut. Die Akten sind doch sortiert nach Zeit. Ach so, okay. Schön. Die sind doch nach Tatzeit sortiert. War mir nicht klar. Die Akten, wenn du in unser System gehst. Ach so, meinst du? Ja. Ja. Okay, sorry, ich dachte hier in unserer Liste. Aber dann auch wahrscheinlich, ne, sogar. Ja, fast, ja. Von links nach rechts. Natürlich. Mhm. Also das ist das Einfachste, die Akten nach Zeit zu sortieren. Schön, dass du drüber gelacht hast. Mhm. Du bist manchmal schon ein bisschen, stehst manchmal schon ein bisschen auf dem Schlauch. Ich hol dir Kopfschmerztabletten. Wieso? So. Hallo? Ja? Hussein? Ja? Scheiße, warum sind sie so leise? Ja, weil ich gerade, ich flüstere. Ah, okay, sie flüsterin. Ich verstehe. Flüstere, ja. Ich verstehe, sie flüsterin. Ja. Ich wollte sie nett anflüstern, wissen Sie? Ah, ich verstehe es. Jetzt haben sie es versaut, naja. Naja, ja, das ist aber ein Telefonhauchen, ist nicht so ihr Ding. Miss Zane, folgendes. Ja. Ich habe mir ein Haus besorgt. Nein. Miss Zane, ich habe mir ein Haus besorgt. Nein, wirklich? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, gerne. Deshalb rufe ich sie nicht an. Aber
ich muss das, das musste raus. Das musste einfach raus, Marcel. Aber nicht im Empire, oder? Doch. Ernsthaft jetzt? Nein. Okay. Oh Gott. Wäre aber gut gewesen, sein. Oder? Wenn ich ja, eigentlich schon. Ich habe kurz darüber nachgedacht. Ja, also nachgedacht. Wenn sie schon so da dran sind, dann ja, eigentlich wäre es gut gewesen. Wie läuft's denn da? Ist soweit alles gut? Ja, also wir sind kurz vor Anklage, ja. Ah, okay. Und die Fragen, was haben sie da vor? Also ist es halt so, dass sie haben ja gesagt, sie sammeln irgendwie alles und dann packen das dann genau. Irgendwie zusammen. Wir haben uns erstmal gesammelt, aber wir werden kleine Päckchen rausschnüren. Also so eine Sache nach der nächsten. Ja, genau. Das ist sodass die quasi ja. Die nächsten Tage auch einfach nicht zu nichts kommen, weil sie ständig im Gericht hocken, wissen Sie? Das ist so ein bisschen genau, der Plan auch. Ja, das ist doch besser. Das ist besser auf jeden Fall als eine Sammelklage auf jeden Fall. Ja. Ist mir letztes Mal noch so gedacht. Ich dachte so, ja, macht das vielleicht Sinn, wenn man irgendwie eher die. Aber ich will nicht Ihnen sagen, wie Sie Arbeit zu machen haben, Gottes Willen. Wie schnürt Päckchen, keine Sorge. Das ist perfekt. Wir sehen, noch eine Sache. Ja. Ja? Zeigen. Ja? Mein Haus verflucht. Also. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ich wollte schon fragen. Ja, also aktuell bin ich halt nicht alleine unterwegs. Nee, ist egal. Es kann ja immer noch. Bringen Sie einen Kollegen mit, ich bitte Sie. Ja, Viertelstündchen? Ja, na sicher, gerne. Wo wohnen Sie denn? Das ist schon eine sehr intime Frage, was Sie da jetzt stellen. Das wissen Sie. Achso, Sie wollten sich erst wo treffen und uns dann dahin führen, ja? Nein, Sie können gerne vorbeikommen. Okay, warten Sie, was sehen? Ich sag Ihnen, wo ich wohne. Ich wohne da wirklich. Ja? Kannst selbst nicht glauben, ich bin überglücklich. In den Hills. Ja. Wahnsinn, Mr. Sound. Also, ja? kennen Sie die Nummer 670? Warten Sie, ich gucke. Ja. Also, Sie sehen doch den Ententeich. Ja. So. Und davon links rüber. Das ist die 662, dann kommt die 665. Ja. Ach da, 670, ja? Die 664, ja? Genau, richtig. Aber eines unter der 670 drunter, ja? Also das freie Haus, ne? Wo keine Zahl drauf ist. Keine Zahl gemacht hat, genau so ist es. Ich gucke, dass ich in der Viertelstunde da bin. Das ist in Ordnung. Haben Sie was zu trinken da? Nee, scheiße. Doch, nein. Ja, wir bringen eine Flasche Whisky mit, alles gut. Das ist perfekt. Wir müssen auch mal anstoßen. Bis gleich. Großartig, bis gleich. Ja. Machen Sie es gut. Wir haben ein Date. Okay, was hast du für uns arrangiert? Ich freue mich. Wir müssen Alkohol mitbringen. Du fährst, amigo. Hussein, wir haben Leichenfund. Oh, war ja. Ja, kommen wir direkt mal mit, wa? Können wir bei Ihnen mitfahren? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Einen Platz haben wir. Na gut, dann fahren wir hinterher wahrscheinlich. Ja, ne, ich bin auch mit dem Wagen hier, ne? Achso, okay, ja, perfekt. Dann haben wir zwei Plätze. Ja, dann fahren wir mit Mr. Cloud mit. Perfekt. Na dann, let's go. Rein das gute Stück. Ach du Scheiße, was passiert denn da jetzt? Ja, das ist das Empire, ne? Ja. Wo genau? Ja, beim Empire, ne? Ja, ja. Sehr gut. Wo soll die Leiche liegen? Ist der Körper. Ja, Verzeihung. Doch. 40, 42, Junge, ich hab keine Ahnung. Wir fahren den einfach mal hinterher. Ist das einer von denen, die nicht wieder aufstehen, nachdem sie bewusstlos waren, ja? Wissen Sie denn schon irgendwas, Claude? Nur, dass es sich um eine Leiche handelt, ne? Mehr wissen wir nicht. Ah ja, immerhin. Kann alles sein, Selbstmord. Werden wir herausfinden, ne? Im Zweifel ein Autounfall. Ah, in der Wohnung. Achso, ja gut, sehen Sie, da wissen Sie ja doch noch ein bisschen mehr. Stimmt, ne? Wohnung, stimmt. Es handelt sich um eine Wohnung. Wer hat denn die Leiche in der Wohnung gefunden? In der Wohnung? Krass. Man kann Leichen in der Wohnung finden. Krass. Okay, jetzt bin ich... Okay, da ist er wahrscheinlich, ja, vielleicht behungert, aber nicht selber umgefallen, wa?
Das ist entweder tatsächlich Selbstmord, was wir ja nicht ausspielen hier, deswegen kann es kein Selbstmord sein, aber das wissen wir IC natürlich nicht. In welche Gegend fahren wir denn? Also ich kann Ihnen sagen, mit dem Diochain, das auch seid, wird es nicht langweilig vor der Tür. Ich habe das heute schon mitbekommen im Funk, bedauerlich. Aber es ist eine Schießerei in der Grove Street, ja. Herr Grant war mit vor Ort, ne? Manche sagen spaßeshalber, das sei jetzt unsere Hood. Ja. Oh. Ja. Unser Turf, ich bin da jetzt nicht so, ja. Ja, also das Turf. Vielen Dank schon mal, Mr. Cloud. Nicht dafür. So. Ich, hier, Emma. Zeig der Detective Unit wo. Guten Tag. Ah, Chief Asimov. Hey. So, einen wunderschönen guten Tag. Detective Pablo Navarro, PDF. Ja, ich weiß, Pablo. Ich bin Emma. Hi. Wunderbar. Wir wollten mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, dann machen wir demnächst. Wo ist die Leiche? Hier, komm mal mit, Pablo. Lassen Sie mich erstmal so ein Kärtchen aufstellen, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen. Ja, ja, selbstverständlich. Na gut. Gefragt worden sind von der Polizei. Pablo, geh mal zur Seite. Oder? Ja, klar. Also, klar. Haus, ich würde mit reingehen, aber erstmal reinspringen. Ja. Ja, lass doch mal mit reingehen. Na, erstmal aufstellen. Ah, oh, schön, er hat auch die 1 genommen. Sehr gut. Ja. Und jetzt bitte einmal zum Krankenwagen. Wir müssen hier erstmal alles sichern. Ja, ich will so ein A1, der. Ja, gut. Darf ich die 1 später mitnehmen? Nee. Da sind keine Leute drin. Ich war ja schon ein paar Mal da drin jetzt. Ja, nein, Frau Zane. Ich habe gerade gesehen, wo der geile Name gestern war. Wo ist denn mein Stuhl? Allerdings war der Herr Bix mit seinen Anwälten von der Black Lotus Law Group. Ich wohne hier. Und möchte noch eine Anzeige aufgeben. Da hinten, das rote Haus. Also, welcher jetzt? Piep? Roten Tor oder, also Pepe oder Piet? Ja, das ist die Frage. Er konnte uns da jetzt nicht genau sagen, wer der Täter war. Es war einer der Geiselnehmer. Also sagen wir so, der einzige Strafbefehl, der ja noch offen ist, ist der von Pepe. Das ist das Einzige, wo sie noch was machen können. Die anderen haben die Straftäter bereits angenommen. Dementsprechend sind sie schon abgegolten. Also das Einzige, wo man noch was holen kann, ist bei Pepe Briggs. Okay, dann schreibe ich das dazu, ja? Genau, und das ist die Hauptakte quasi, nicht die Splitakten. Okay, ja. Weil die anderen haben angenommen, da kann man nichts mehr machen mit Anwalt. Ist vorbei. Ja gut, alles klar. No? Dann, Lila, der trägt den Lila. Oh, ciao. Asimov trägt Lila. Können wir kurz gucken, Pablo? Brauchte einmal den Asimov. Okay. Ja. Und der die Staatsanwaltschaft. Also drin ist alles sicher, ja? Ich warte draußen, ja. Das will ich nicht nochmal sehen. Wo? Hier vorne auf dem Boden. Sehen Sie, da. Boah, okay. Oh, um Gottes Willen. Ein paar Tage liegt er schon. Eieiei. Da. Ja, tüten wir den ein. Alles gut. Oh. Ja. Boah, das stinkt. Alles gut. Warte mal, hier, nimm mal die. Schöpfst du in die Nase, dann ist das nicht so. Das ist normal. Na, dieser süßliche Geruch, dieser süßliche Geruch ist fantastisch. Ja, super. So, was ist los, mein Guter? Na, warum? Wir regeln das, wir tüten das alles jetzt ein, ja? Entsorgen den. Entität weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, was das ist. Also ich kann dir jetzt nicht sagen. Das könnte jeder, das könnte jeder sein. Guck mal die Bude mal an hier. Ja. Ihr könnt mal gucken, wer das gemietet hat oder sowas. Und dann abschätzen. Ja, kann man. Genau. Ja. Dann prüft das. Okay, perfekt. Wunderbar. Ich denke, hier ist nicht viel zu machen für uns. Dr. Asimov? Ach, ich höre. Oh Gott, ist das ekelhaft? Das stinkt auch, ne? Ja, ekelhaft. Oh Gott. Boah, vor allem in dieser kleinen Bude. Ich weiß nicht, ob die vorher schon roch. Ja, der Asimov guckt sich das da gerade mal an, ne? Ich mache jetzt mal noch mal kurz gleich ein Foto. Ja.
Brauchen Sie meinen Ausweis? Cookie? Also für Sie, also Info-Detectives, weil Asimov gerade was meinte mit, gucken Sie doch mal, wer hier wohnt. Ich kümmere mich mal kurz um den Beweis. Ich kann Ihnen schon mal verraten, kann man nicht gucken. Okay. Was hast du gesagt? Pablo kriegt meinen Ausweis. Wer hier wohnt? Ja, bitte. Ja, wir wissen, wer hier wohnt. Emma. Ah ja, wunderbar. Ich wohne hier. Warte, was? Ich wohne hier. Weg. Mach ein Foto. Einmal meinen Ausweis. Emma Diaz. Miller. Mia. Ja, vielleicht später für Sie zu wissen, deine ist, die hat keinerlei Informationen über ihre vermieteten Objekte. Okay, so schreiben Sie nicht auf. Einmal hier den Ausweis zurück. Ja, danke, Pablo. Wunderbar. Cloud, kannst du Bilder machen? Koch, ich mach gerade Bilder. Ah, okay. Naja. Ja, wissen Sie schon, wo Sie die Nacht übernachten? Brauchen Sie Geld für ein Hattest Hotel? Hast du von Asimov noch gewartet? Aber schon abschätzen können, wie lange die Leiche da liegt. Er sagte 2 bis 3 Tage. Ja, warte mal, aber wie lange war er immer nicht zu Hause? So, einmal $350. Das müsste für ein Zimmer heute Nacht reichen. Wollen wir Sie jetzt das fragen, oder? Wir müssen natürlich die Wohnung sperren, Herr. Und Sie kriegen dann von der Staatsanwaltschaft Bescheid gegeben, wann das alles wieder frei ist. Mit Unreinigung müssen Sie selber zahlen. Wir geben dir Bescheid, Emma, ja? Ja, perfekt, dann weiß ich Bescheid. Mensch, Asimov, hä? Was ist los? Alter Hauding! Los, wo ist mein... Oh Pablo. Gott! Hinter dir. Ja, von Emma? Aber ich... Warte. Aber Cloud, ich kann dir kurz meinen Ausweis zuwerfen, dann ist es einfacher. Ich hab den Namen Cloud. Oh Gott. Aber mach du. So, rein mit ihm. Rein mit ihm. So. Navarro! Okay, Ausweis wieder zurück. Perfekt, danke schön. Na Cloud, weißt du eigentlich schon, dass ich Betriebsärztin bin jetzt vom PD? Oh, schön. Ja. Jetzt weißt du das. Wann kommst du ins DOJ? Ja, ich muss erstmal mich ums Dings kümmern, ums PD. Die sind ja teils echt unsportlich, die Officer. Wir machen, ich ist will das Sport so? Mit denen machen. Ja, Fahrradfahren und so. Da muss ich nochmal mit Herrn Karnes sprechen. Ja, das ist wichtig. Dass es ein paar Fahrräder gibt fürs PD. Mhm. Hast du mir noch eine Nummer, Emma? Wobei, ich hab die, ne? Also, die steht zumindest auch in der Akte. Ja. Steht auf jeden Fall in der Akte. Die hatte, hier, Rocket hatte das mal angelegt. Okay. Die Staatsanwaltschaft. Dann passt das eh. Könnten Sie einmal kommen? Chief Asimov. Also, die ist definitiv tot. Ja? Das okay, haben danke, wir gerade ja. alle gesehen, ja? Und gerochen. Das große Problem ist und gerochen, ja? Wollen wir uns jetzt mit sowas jetzt weiter beschäftigen und uns, sage ich mal, Kapazitäten in irgendeiner Form halt, sage ich mal, binden? Todesursache können wir nur vermuten. Bei dem Essen, was Reste, was da lagen, hat er sich bestimmt zu Tode gefressen. Cholesterin des Todes, bestimmt Herzinfarkt oder noch was, ja? Mehr können wir euch dazu jetzt nicht sagen. Identität wäre noch gut, wenigstens. Ist erledigt. Also für uns ist erledigt. Wir tun jetzt nochmal rein, lassen ihn 2-3 Tage noch liegen bei uns und wenn da sich keiner meldet, fackeln wir ihn ab und stellen Blümchen hin und das war's. Aber wie gesagt, können Sie Identität feststellen durch DNA? Nee, oder? Keine Chance. Dafür ist er schon zu alt, also sage ich mal, zu lange liegt er da. Zähne geht auch nicht, wa? Gar keine Chance. Bräuchten wir ja im Vergleich und so, ne? Das ganz genau. Herr, vielleicht meldet sich ja einer bei uns beim Polizeidepartement, dass er ihn vermisst hat oder so. Und dann könnten wir das ja nochmal aufgreifen. So ist es, genau. Wir werden auf jeden Fall alles Mögliche tun, dass wir die Gewebeproben checken und alles hinterlegen, ja? Aber zu dem jetzigen Zeit gar keine Chance. Das Problem, in 3 Tagen wird er bei uns automatisch eingeäschert, ja? Dann tun wir dann eine schöne Blechdose hin, ja? Und wenn sich keiner meldet, dann, ja... Verstanden. Wird sich andersrum erledigt. Verstanden. Gut. Vielen Dank, Asimov. Gar kein Papierkram. Ausgezeichnet. Und Pablo? Bitte. Hatte ich das richtig mitbekommen, dass die Dame auch in der Wohnung wohnt? Ich hoffe, das wird die Menschen wird nicht schon wieder Dame in den Garten wohnt schmeißen. In der Wohnung, war aber jetzt wohl tagelang nicht da. So hat sie es gerade gesagt. Okay. Ist ja kein Problem, ne? Ja, kannst du gerne machen, ja, aber Emma? Du zahlst. Emma? Ja?
Kann ich mal kurz? Komm mal her. Liv war das, ne? Liv mit V. Liv. Ja. Life is life und so. Ja. Liv also, ist Liv. Jetzt nochmal für mich, ne? Ich weiß ja, die Detektive wissen das meiste schon, aber wann hast du den gefunden? Gerade eben wahrscheinlich, ne? Ja, gerade eben. Deswegen habe ich auch angerufen. Ja. Und wie lange warst du jetzt nicht zu Hause? Keine Ahnung, 2-3 Tage oder so. Wo hast du denn gepennt? Woanders? Möchte ich keinere näheren Informationen zu Hause geben, aber ich bin in keiner festen Beziehung. Ja, das macht ja nichts. Hä, du kannst auch so einfach irgendwo schlafen. Ja. Ich schlafe auch jede Nacht woanders. Echt? Krass. Ja. Also, ist jetzt schlimm, oder? Ja, nö, ist nichts Schlimmes bei. Ja. Ja, eine selbstständige Frau mit meinen 26 Jahren. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Ja, glaube ich auch. Und ich verhüte. Ich verhüte immer. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so ein Gespräch wieder führen, aber wenn du möchtest, können wir das gerne machen. Also ich verhüte immer. Definitiv. Ja, das ist wichtig. Ja. Ungewollte Schwangerschaften sind unschön. Ja, und Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten, kann gar nicht erst sagen. Ja, viel schlimmer. Sehr schön. Okay. Ja. Also mir geht es darum, du könntest beweisen, dass du nicht zu Hause warst, ja? Indem wir jemanden fragen, bei dem du geschlafen hast. Ja, irgend so ein DOS-Typ, keine Ahnung. Ich habe keine Nummer von dem und so. Der hat doch die ganze Zeit eine Maske auf. Mhm. Ja. Gut. Muss ich jetzt in Haft? Dann fange ich an, die Officer zu verprügeln. Warte mal, wenn du jetzt nicht in... Nochmal immer. Wenn ich in Knast komme, werde ich richtig hart kriminell. Wenn ich nicht in Knast komme, bleibe ich brav. Ich lasse das einfach so stehen immer. Ja. Ich drehe dir da jetzt mal keinen Strick raus. So. Ich habe nicht mal ein Messer. Gar nichts. Mhm. Okay. Aber das war jetzt nicht der Mann mit der Maske, der bei dir zu Hause rumlag und du den da irgendwie Sachen mit dem gemacht hast, die ihn jetzt eventuell da so ein bisschen über den Jordan geschickt haben, weil ihr ein bisschen übertrieben habt? Nee, ich habe dem keine Pillen zugesteckt. Nein, nur die Schießerei. Ja. Das war schon immer alles gut. Ja, okay. Also du hast jetzt eine Unterkunft, ich warte im Auto. Wir müssen los. Ja, das auf jeden Fall. Braucht ihr einen Schlüssel für die Wohnung oder sowas? Nee, du musst ja wieder zusperren auch, ne? Dass da keine andere gut, reinkommt. Okay. Ja, ja gut, mach ich. Perfekt. Könnt ihr auch gleich was erzählen, was da vorgefallen ist gerade im Empire? Ich bin sie auch ein bisschen... Hier können wir auch gleich drüber sprechen. Ja. Irgendwie beim Krankenhaus absetzen? Kriegt ihr das hin? Ja, warum eigentlich nicht? Weil da unser Auto steht. Aber Mama, vamos, amigo. Eine wichtige Besprechung, ja, tatsächlich. Kann man einfach so langsam fahren, lang? Also wir schauen weg, wenn sie jetzt die Signale anmachen. Das wollte ich ja nicht. Hä, die waren doch die ganze Zeit an, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber da war ja der Einsatz, ne? Da war ja der Einsatz in der Grove Street. Nein, ich meine doch jetzt, seitdem sie losgefahren sind. Ja. Klar. So. Wir sind ja auf dem Einsatz. Eben. Oh Gott. Ja, das waren die Kollegen. Oh. Auch für den gemeinsamen Austausch. Ich weiß nicht, Liv, ich will nicht vorgreifen. Naja, erzähl ruhig. Okay, einfach da, damit ihr auch davon gehört habt, dass das Empire jetzt auch versucht, Schutzgeld bei den Gewerben zu erpressen. Achso, das ist die bekannt, ersten? Das ist bekannt. Okay, alles klar, gut. Und den Fall Fuchsjagd haben wir mittlerweile auch geklärt. Das war. Prospekt vom AOD, genau. Ja, ich wünsch... Verdammte Scheiße, Mann! Wo ist der? Ah, der ist auf dem Parkplatz hinter uns. Der ist drauf. Auf dem Parkplatz. Au. Geht's euch gut? Ja, nur ein bisschen Kopf angehauen, alles gut, ich war angeschnallt. Wollte ich gerade sagen. Ist ja nicht so, dass wir mit Signalen gefahren sind, ne? Nee, ist ja zu blöd. Ich so, aua. Mann, warum immer der Kopf, ey? Braucht die noch? Scheiße. Geht's euch gut? Hey, ja, aua. Angeschnallt. Haben Sie Alkohol? Hi, Owen, hi, Liv.
Was hat der euch geschnitten? Ach so, nur Kopfschmerzen. So ein Ding ist das. Ja, alles klar, dann brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Alles gut. Ach, nur so! Wieso, was ist passiert? Du sagst auch gerade. Ach, naja, sagen wir mal, tätlicher Angriff auf drei Officer und zwei Staatsanwälte. Sonst nichts. Oh nein, oh nein. Ja, ja. Gut. Großartig, gut gemacht. Weitermachen. Hätten wir was das Ding hier über vorne? Nee. Ich glaube, die Seite müsste ein bisschen ausbeulen lassen, aber sonst. Ja. Der Wagen ist dafür konstruiert. Ja, hier ist es schon. Perfekt. Danke. Na dann. Vielen Dank, die Detektivs. Wunderbar. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Gleichfalls. So, jetzt könnte wieder was reinkommen. Reigns hat gerade angerufen mit den Worten, es ist wichtig. Die Frage ist, wenn die Reigns. Ja. Ella Noir, sorry, wir hatten gerade Leichenfunde, deswegen muss ich sie wegdrücken. Was geht's? Oh, Gottes Willen. Kurze Frage nur. Sind Sie in der Taskforce von den Devils? Ja, auch. Ne? Ich habe mich da jetzt so ein bisschen rausgenommen. Ich glaube eher Peckham und Grant einmal fragen. Okay. Ja, weil wir genug mit dem Empire zu tun haben. Ja, was gibt's denn? Ja, ich bin heute von den Devils überfallen worden. Oder? Nein. Ja. Mensch, Mr. Delanois, da haben wir ja was gemeinsam. Ich wurde von denen auch schon überfallen. Ja, schön. Ja, schön, oder? Schön. Akte aufmachen lassen. Mein Neffe wurde heute auch noch überfallen vom klasse. Empire. Ja, klasse. Ja, na klasse. Läuft doch in der Stadt. Ja. Gut. Ja, beziehungsweise, ja, mutmaßlich Empire. Ja, mutmaßlich Empire. Ja, genau. Nee, also Akte öffnen. Wie gesagt, ich wurde da auch schon und so. Das ist, ja, aber ihm geht's gut, ja? Ja, mir geht's soweit gut, alles in Ordnung, aber. Ja. Okay. Ich bin fertig für heute, ne? Ich werde jetzt. Ja, glaube ich. Bin nach Hause und. Ja, schlafen Sie gut. Ja, schlafen Sie gut. Alles gut. Und dann Ihnen noch schönen Abend und. Ja, danke. Wir hören uns morgen. Ciao. Pass auf, dann vergiss diese blöde Waffe und die Körperverletzung, aber es war doch ein Raub, oder nicht? Pass auf, du hast ihn gerade vor dir, ne? Ja, okay, warte, ich rede nochmal mit Liz und schilde nochmal kurz den Fall. Liv, heißt sie? Ja, sorry, Liv. Also folgendermaßen, Reigns hat gerade da einen Tatverdächtigen vor sich. Mhm. Die sind da angefahren, ist ein Hochhaus, er war im Fahrstuhl, die wussten, dass die da oben irgendwo stecken. Der Tatverdächtige kam im Fahrstuhl runter mit Waffe in der Hand. Und kurze Unsicherheit, ob der auch auf die Officer gezielt hat, als die Fahrstuhltür zuging, aufging und dann ist er wieder hochgefahren. Die können den Einbruch nicht nachweisen, also Raub kriegen wir nicht so gut hin. Siehst du da irgendwas, was Nein. wir da machen können bezüglich der Waffe? Du hast schon auch gesagt, nicht. Die waren unsicher, ob sie gezielt haben. Waffe tragen ist nicht verboten. Nee, vergiss es. Da er direkt wieder weg ist, hat er die auch nicht... Wow, hat er jetzt einfach weggedrückt. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja, er ist in Stress. Jetzt ein bisschen Mucksch oder was? Ja, ich bin auch gleich Mucksch. Da geht's ja wirklich jetzt. Nee, warte, ich habe wirklich eine Frage. Ja. Ja, Cloud hat uns ja gerade gesagt, ja, wissen wir schon. Warum wissen wir das nicht, dass die DDU das weiß? Mit dem Schutzgeld zum Beispiel? Und das waren auch meine Fragen bezüglich der Zusammenarbeit, ne? Ganz genau. Wie heißt er? Noir? Wissen wir schon. Della Noir wurde heute von den Devils überfallen und hat gefragt, ob wir noch in einer anderen Taskforce sind. Ich habe uns da nämlich jetzt mal rausgestrichen, weil wir da gar keine Zeit für haben. Okay. Das muss jetzt Peckham und Grant alleine machen. Das heißt, ich brauche ihn nicht zurückrufen. Nein. Wollte nur wissen, ob wir noch in der Taskforce sind. So. Also, Leichenfund. Emma. Ich habe mit ihr nochmal gequatscht. Jetzt wird ich ganz komisch irgendwie, weiß nicht. Ich habe sie halt gefragt, so, ne, warum sie nicht zu Hause waren, ob das jemand bezeugen kann und so weiter. Dann meinte sie, also dann hat sie irgendwie darauf angespielt, dass sie sich halt mit Männern trifft und ne, die dann auch so eine Maske tragen und so. Und naja, sie möchte das nicht so wirklich sagen, mit wem sie sich da getroffen hat und so. Also alles sehr vage und möchte nichts dazu sagen, kann keine Namen nennen, wo sie war.
Ja. Also, raus ist sie nicht, würde ich sagen. Ja. Also, ich hatte mit der Detektive parallel gesprochen. Hm? Sie ist ja M-Dealerin und die haben weiterhin ein Auge drauf. Und auch vor dem Hintergrund, vielleicht ist sie ja so ein verrückter Todesengel oder so. Ja, ja. Ja, dass wenn einfach mal einer im MD nur wegen einem Schnupfen umkommt, dass man da einfach mal ein bisschen schaut. Wie gesagt, also raus ist sie definitiv nicht. Die hat kein Alibi bisher, solange sie den Namen nicht verrät. Mhm. So, ja, die machen ja die Akte dafür, alles gut. Mhm. Und willst du wissen, warum die Devils im Empire waren? Ja. Mhm. Die wurden vom Empire eingeladen, abgeholt, in Autos. Dann wurden sie, und dann ging die Schießerei los, weil die gesagt haben, ja, das ist hier ein Rechtsfeuerraum. Warte, was? Richtig. Warte, was? Ungefähr. Also eine grobe Abriss, ich weiß nicht, warum... Warte. Ja? Das Empire hat die da hingeholt? Ja, Mann. Damit die auf die schießen können, weil es ein Rechtsfeuerraum... Oder gegeneinander, weiß ich auch nicht. Ne? Wer angefangen hat, das steht noch nicht fest. Ja, aber ich frage mich auch, was die Devils sich dabei denken. Was passiert hier? Achso, wir sind eingeladen von Stone zur Eröffnung. Wer ist Stone? Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Was? Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Das macht's nicht besser. Wie oft soll ich noch fragen? Privatdetektiv, Mann, Alter, soll ich das wirklich laut sagen? Oh Gott. Ja, wir sind untereinander, unter uns, glaube ich. Ja. Ganz zu tun. Oh, schick. Nicht erschrecken, Mr. Stone. Oh. Schön haben Sie es hier, Wahnsinn. Abend. Danke. Also der Pool in der Lage mit dem Ausblick? Nicht schlecht, oder? Dass Sie das Haus noch bekommen haben, Respekt. Ja, ich musste Kontakte spielen lassen. Ah, verstehe. Ja, Owen hat zur Einweihung die Flasche Whisky mitgebracht. Großartig. Mr. Owen. Natürlich. Der schönste Mann vom... Kann ich DOJ sagen? Das dürfen Sie. Weil ich die schönste Frau bin vom DOJ, dürfen Sie das sagen, ja. Ich danke Ihnen. Ja? Das wissen Sie doch, Miss Zane. Das wissen Sie doch. Natürlich. Gibt ja auch nur zwei, die Auswahl ist nicht so groß. Ist das so? Gibt es nur zwei Frauen im DOJ? Ja, nur zwei Frauen im DOJ, richtig. Reiner Männerhaufen, ne? Was sagen Sie? Ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe auch schon... Also das Haus an sich ist ja auch schön. Absolut. Ich mag das. Es hat sowas Italienisches, finden Sie nicht? Mediterranes, genau. Soll ich Ihnen was verraten, Mr. Stone? Bitte. Kennen Sie das Haus, das Orangene, die Straße hoch? Ja, das hatte ich das auch vorhin. Das andere Mediterrane, Terrakotta-Haus. Da wohnt aber jemand. Ja, raten Sie mal, wer? Mr. Owen. Nein, ich, aber mit Mr. Owen, ja. Wirklich? Nein, ja. Ich. Alter Schwede, ich bin durch für heute. Also, Mr. Stone, wie geht's Ihnen? Gut soweit. Wie geht's Ihnen? Er verträgt heute meine Sprüche nicht mehr. Wieso, was ist los? Ich glaube, Mr. Stone muss hier gleich mal in den Pool geworfen werden. Ich habe Ihnen gesagt, bringen Sie Badesachen mit. Ja, Hat mir niemand gesagt, Mr. Stone. Ist ein Badekleid. Na dann, Mr. Stone, dann ist das wohl ein Badeanzug, nicht wahr? Oder halt Unterwäsche, je nachdem. Los geht's. Ja. Kommen Sie, Mr. Owen. Nee. Wie jetzt? Nee. Aber Mr. Owen funktioniert nicht. Ach so. Ja, dann. Okay. Ja, oder einfach Owen. Mich nennst du auch Liv. Richtig. Ach nee, du nennst mich ein bisschen, stimmt. Ach, warum meine ich? Kommt rein. Komm, Owen. Ja, ich bin doch schon. Ist es? Guck mal. Ja. Oh, Scheiße. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles super. Was denn? Sie macht Water Motion Floating. Glauben Sie, das macht sie entspannt. So häufig bei uns im Sehr Pool. Sehr entspannt. Sie können sich hier ruhig hinsetzen, das ist großartig. Na, klasse. Naja. Ich habe sie natürlich nicht nur deshalb geholt. Dachte ich mir schon. Ja. Ich bin gerade an einer großen Sache dran. An einer sehr, sehr großen Sache. Mhm. Und ich habe da eine Idee. Mir ist da eine Idee gekommen. Mhm. Was halten Sie davon, dass Sie vielleicht mittätig werden? So als, Zeugen mehr oder weniger?
Es hat einen Grund, warum ich das hier geholt habe, dieses Anwesen. Auch mit diesem mediterranen Flair. Stiften Sie mich gerade zu einer Falschaussage an? Ist das so? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Sie müssen gar keine Aussage tätigen. Mhm. Ja. Das geht auch an Sie, Owen. Es sieht so aus, dass ich in der Stadt mir jetzt mittlerweile einen Namen gemacht habe. Mhm. Aber nicht als Privatdetektiv. Nein. Sondern tatsächlich als Waffenhändler. Und Sie glauben als gar nicht. Waffenhändler. Ja, und Sie glauben gar nicht, wie viele Leute darauf aufgesprungen sind. Mhm. DTU weiß Bescheid. Ja, mit denen habe ich auch schon geredet. Haben Sie denn Waffen oder finden die Leute das sehr schnell raus, Mr. Stone? Scheiße, wir haben beschissene Pistolen gekauft und haben die den Leuten einfach verkauft. Mhm. Ja, günstiger. Mhm, verstehe. So. Und haben sie natürlich erstmal vertröstet und gesagt, so ja, wir sind da dran. Mhm. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir parallel von was dran sind. Und zwar geht es tatsächlich um diese Waffengeschichte. Wir haben gehofft, dass je mehr Leuten wir reden, ja, desto schneller kommt quasi der Fisch zu uns. Ja, und quasi, denn, dass der die Waffen aktuell handelt, auf sie zukommt und sagt, so geht das nicht. Ganz genau so ist es. Mhm. Genau so ist es. Mhm. So. Jetzt ist es natürlich so, es kann natürlich die ein oder andere Gruppe geben, wie auch immer die sich nennen, die vielleicht bei ihnen schon irgendwie, zum Beispiel auch das British Empire, irgendwo schon so dastehen, dass sie nur mit einem Fuß noch entfernt sind. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Und dann wäre das eine Lösung und eine Option. Ja. Mhm. Ich hab noch ein paar Informantinnen tatsächlich, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Und ich will Ihnen jetzt nicht alles erzählen, aber wir haben die hier und da eingeschleust. Mhm. Ja. Nee, erzählen Sie das lieber gar nicht erst, genau. Nein, nein, alles gut. Es ist so, dass auch die natürlich dann auch hier werden. Ja. Mhm. Mhm. Und darunter noch vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Denn scheiße nochmal, ein Waffenhändler hat wahrscheinlich auch eine große Gefolgschaft, ja. Ja, klar. Jetzt frage ich Sie. Loyale Leute. Ja, so ist es. Genau so ist es. Jetzt frage ich Sie, wären Sie für sowas bereit? Ich würde alles schon soweit vorbereiten. Ich würde quasi das Bettchen machen. Und Sie beide müssen nur noch eintreten. Reingehen. Eintreten. Mhm. Da haben wir dieses Problem, dass Waffenhandel nicht illegal ist. Das ist tatsächlich aktuell richtig, ja. Das ist richtig. Allerdings gibt es tatsächlich Waffen, die illegal sind. Sagen Sie bloß, Sie wissen noch nichts darüber. Wir wissen noch nichts darüber. Sehr gut. Deswegen bin ich Privatdetektiv. Perfekt. Und Sie diejenigen, die dann die erst verknacken, wenn Sie was darüber erfahren. Nun erfahren Sie es. Es gibt diverse andere Waffen. Wir haben jemanden ausfindig gemacht, der das ein oder andere entgegennimmt und daraus so Schönes bastelt. Mhm. Ja, ist eine Frage der Zeit. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass sowas wie vollautomatische Shotguns, alles nicht verboten, ne? 50er. Auch nicht, wenn sie keine Registriernummer haben. Ich denke dann schon, oder? Nope. Nicht verboten. Nicht da verboten? Da muss der CJ erst einen Beschluss machen. Richtig. Wir laufen quasi aktuell hinterher mit den Gesetzen. Ist das so? Also glauben Sie uns, wir wissen schon, dass Waffenteile gefunden werden? Ja. Ja, regelmäßig. Das PD kam auf uns zu, machtlos in Anführungszeichen. Und wir haben denen jetzt gesagt, sobald das erste Ding zusammengebaut ist oder was auch immer, dann sollen die das ihrem blöden Chief hochgeben, damit der unserem Chief sagt, jetzt mach endlich mal was. Ist das so, passen Sie auf, wir machen das folgendermaßen. Sie versuchen das noch rauszuzögern, weil jetzt aktuell haben wir keine rechtliche Handhabe. Verstehe. Und mit den Informationen, die Sie uns gerade gegeben haben, dass es diese Waffen schon gibt, gehen wir auf unseren Chief zu und machen da Druck, dass dieser Beschluss rauskommt. Dass es Waffen gut. gibt, die allgemein verboten sind und natürlich auch der Handel. Wir haben tatsächlich auch schon, es müssen schon fertige, wie Sie auch sagten, es gibt mir auf jeden Fall schon Waffenteile, das ist richtig, ja. Es gibt auch jemanden, der die so ein bisschen zusammenbastelt, haben aber noch keine fertige in der Hand gehabt tatsächlich, ja. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, vor, ich glaube nicht ganz 4 Tagen oder so, haben wir in der Nähe des Flughafens mehrere Maschinengewehre vernommen, ja. Wir waren dort unten, wir haben überall in der Stadt verteilt, die eine oder andere Garage, ja. Mhm. Um so schnell wie möglich ein Verhör durchzuführen. Aber das sind Dinge, das müssen Sie gar nicht wissen. Aber warum erzähle ich Ihnen das dann eigentlich? Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich es wahrgenommen habe. Gehört, ja. Natürlich nicht. Gut.
will ich nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so, ja. Das heißt, es müssen bereits fertige Waffen unterwegs sein. Mhm. Ja. Verstanden. Gut. Ja. Okay, und, dann, ja. Ja. Genau, dann verbleiben wir so. Wir versuchen das rauszuzögern, weil jetzt hätten wir ja nichts. Selbst wenn wir die Waffen sehen, vor unseren eigenen Augen, können wir nichts dagegen tun. Ja. Außer fragen, ob wir auch eine kriegen dürfen. Und wir versuchen jetzt Druck zu machen beim Chief. Okay. Wäre gut. Das könnte ich anbieten. Ja, aber das ist perfekt. Ich wusste nicht einmal, dass dieser Beschluss noch gar nicht raus ist. Ich dachte, das ist irgendwie zumindest schon mal irgendwie alles so langsam im Laufen. Also mir war bewusst, ganz am Anfang, dass es halt so war, dass als die ganzen Führungswechsel und sowas stattfanden, dass eine Menge Gesetze kippten, ja. Das ist schon klar. Aber dass wir noch so in den Kinderschuhen stecken, das hätte ich nicht gedacht. Scheiße, na gut, aber man macht Arbeit nicht umsonst. Ja, und das wird niemals umsonst sein. Ja, ich denke auch. Am Ende ist es, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Dann sind wir halt einfach einen Schritt voraus. Ist doch auch gut. Ja. Aber das wird ein Riesending. Glaube ich auch. Das wird wirklich ein Riesending. Ich weiß nicht, ob die DTU ansatzweise schon irgendwas weiß davon. Aber sie wissen auf jeden Fall das von mir, ja? Aber diese andere Geschichte, naja, noch nicht in den Einzelheiten, wie sie es jetzt gerade erfahren haben, ja. Okay. Gut, Mr. Zorn. In Ordnung. Ich würde sagen, weitermachen. Ja. Reiben Sie sich nicht zu weit, ne? Bei der Gesetzesüberschreitung. Nein, ich bitte Sie. Hey, ich bin Mr. Grauzone. Mhm. Ich habe einen verdammt guten Anwalt, ja? Ja? Ich nicht. Ja, natürlich. Bursch. Ach du Gott. Ja. Gut. Aber wieso sagen Sie, ach du Gott? Ja, also guter Anwalt ist auch definitiv, ja. Das stimmt. Wahrscheinlich hat man nicht so gern mit ihm zu tun, wenn er auf der Gegenseite sitzt, nicht wahr? Ja, und das macht ihn zu einem guten Anwalt, nicht wahr? Genau so ist es. Richtig. Genau so ist es. Ja. Miss Zane übrigens nach wie vor, ja, das Angebot steht. Natürlich, ja. Aber Sie meinten, wenn das Ganze vorbei ist. Was vorbei ist? Das mit dem Empire, sagten Sie. Dann, habe ich gesagt, findet unser Candlelight Dinner statt? Haben Sie gesagt. Hey Owen, Sie sind jetzt Zeuge. Na. Was? Das ist jetzt keine gute Idee, glaube ich. Warum? Ja, doch, sagen Sie. Sind Sie mit Owen zusammen? Natürlich nicht. Also sagen Sie. Candlelight Dinner, wann? Ja. Ich sag's mal so, wenn ich die nächsten guten Fortschritte mache, ja, und ein paar richtig gute Informationen habe, dann fangen wir mit Informationen an und enden beim Wein. Was halten Sie davon? Ja, finde ich hervorragend. Machen wir so. Perfekt. Großartig. Und Mr. Owen. Lass ich dann zu Hause. Ist schon. Wir können nochmal. Nein, wir können nochmal separat nochmal ein Candlelight Dinner machen, wir beide. Oh. Charmant. Wirklich süß. Ja, ich will Sie nicht außen vor lassen, ich bitte Sie. Ja. Ja, wir gehen dann eher zum Whisky über, oder? Oder so. Was immer Sie mögen, Mr. Owen. Ich merke schon, mit Ihnen kann man auf jeden Fall irgendwie besser reden als Miss Zane. Miss Zane muss erst so ein bisschen auftauen, aber das ist nicht schlimm. Ich werde den Kurs nächstes Mal etwas wärmer machen, das ist kein Problem. Wir machen uns gegenseitig einfach gefügig, Mr. Stone. So. Hallo, was ist das denn jetzt für ein Gespräch? Ja, wo weg mal. Gut, Mr. Stone. Ich freue mich sehr auf unser Candlelight Dinner. Das wird großartig. Ja, das wird wirklich gut. Ich werde hier das Exquisites raussuchen. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn Sie beide mal hier den wunderschönen Ausblick genießen wollen, fühlen Sie sich völlig frei, ja? Sie können hier immer reingehen, auch wenn ich mal nicht da bin. Wir wissen ja jetzt auch, wo wir wohnen, ne? Ja, haben Sie auch einen Garten? Oder? Wir haben auch einen süßen kleinen Garten, aber auch wunderschönen Ausblick. Auch einen Pool? Einen Wachhund. Wir haben einen kleinen Pool, ja. Sie haben einen Wachhund? Ja, richtig. Nennt sich Coldwell. Coldwell. Hört sich an wie ein Anwalt. Das ist ein rechtes Staatsanwalt. Ich weiß. Der ist geflohen aus dem Empire. Ja. Hört sich auch gut an. Ach, der wurde jetzt bei Ihnen? Haben Sie den ins Einquartier, ja? Ja, weil er Angst hat. Resozialisiert, sagt man das doch mal unten, nicht wahr? Schön, Mr. Stone. Schön. Vergiss es. Ja, meine Güte. Hopfen und Malz ist da bei ihm. Der arme Coldwell. Scheiße. Haben Sie den echt jetzt herausbekommen? Naja. Aber ist das jetzt endgültig oder ist er jetzt einfach nur jetzt erstmal vorübergehend? Sein Haus hat er noch. Sein Haus möchte hat er noch. Nicht mehr schlafen. Großartig. Dafür zahlt er. Perfekt. Ja, wie man das halt so macht, ne? Macher. Ja. Was sagen Sie uns? Ich habe Sie ja kurz nicht verstanden. Er ist halt ein Macher. Er ist ein Macher. Oh ja. Das sind wir doch alle, nicht wahr? Ja. Er wusste von Anfang an, dass das Empire da ist. Ah, okay, ich verstehe. So eine Nummer. Naja.
Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Wäre vielleicht auch witzig geworden, aber das passt nicht. Ja, deswegen, wenn doch mal der ein oder andere oder die andere hier oben auftaucht, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass der Waffenhändler sowas hat, ja, als Grundstück. Absolut. Wunderschönes Grundstück. Ich muss zwischendurch aufs beschissene Feld. Wie könnte ich mir sonst diese Scheiße hier leisten? Ach du Scheiße, ist das doof? Das wird nicht so schlecht, ja? Es ist völlig drüber. Es ist wirklich drüber. Naja, sie verbringen ihre Zeit und kriegen ihren Paycheck. Ach so, richtig, ich werde für das hier bezahlt. Bitte? Ich werde für das hier bezahlt, Mr. Stone. Ja, ich weiß. Mhm. Ich weiß. Aber hey, ich nicht. Und es lohnt sich trotzdem, es sein. Ja, Sie nicht und Sie sind trotzdem hier. Großartig. Genau so ist es. Mhm. Ich fühle mich geehrt. Obwohl, ich muss Anthony anrufen. Ja. Drecksack. Okay. Mr. Owen, ich danke Ihnen vielmals für den Whisky. Es ist sehr schön, dass Sie hier Platz genommen haben. Und wir hören und sehen uns. Ich werde mich in Kürze bei Ihnen melden. Ja. Perfekt. Ich bin übrigens jetzt noch, ich bin bis Sonntag, nur dass Sie Bescheid wissen, bis Sonntag bin ich auf einer Weiterbildung. Ja. Verstanden, ja. Großartig. Dann bilden Sie sich mal. Das mache ich, das mache ich. Mhm. Hinterfragen auch nicht. Wissen Sie, ich gebe die Weiterbildung, verstehen Sie das? Achso, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Natürlich, Mr. Sohn, wie kann ich nur? Kein Problem. So, entschuldigen Sie, ich bringe Sie noch nach vorne. So viel Zeit muss sein. Ist doch trainiert für diesen Augenblick. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich wegkommen, weil ich kann den Bauch nicht mehr lang genug einziehen. Hm? Es geht immer um den Abgang. Schicke Bauchmuskeln. Ist danke. Habe ich gar nicht erwartet. Natürlich nicht, aber was soll ich sagen? Ah, du musst mich direkt nochmal umdrehen, dich nochmal bestaunen. Mensch, nicht schlecht. Lange Leistungssport gemacht, ja? Glaube ich Ihnen. Ja, was soll ich sagen? Was man hat, hat man. Definitiv. Ja, oder? Ja. Oder was sagst du? Guck sie an. Ja, Löff, ich glaube, wir sollen noch ein bisschen mit denen quatschen, oder? Ja, oder? Ich meine, guck dir mal die Bauchmuskeln an. Ja, das stört auch die Brustbehaarung gar nicht. Nein. Das passt richtig. Ich weiß, ich werde auch oftmals als der durchtrainierte Bär bezeichnet. Ja. Der durchtrainierte, oh, das passt wirklich gut mit dem Bart und. Ja, aber ich. Löff, sein Gesicht läuft blau an. Hat er mittlerweile so ein bisschen. Ja, gerne. Ah, ich habe mir irgendwas eingetreten. Ich glaube deswegen. Ja. Ja, dann vielen Dank, Mr. Stone, für die Einladung, ja? Ja, gerne. Vorzüglicher Geschmack übrigens. Ihr Fahrzeug gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ist Owens. Danke. Ach, scheiße, Owen, wissen Sie? Na? Am Ende werde ich Sie fragen, ob wir heiraten. Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch das Gefühl, dass das besser passt. Hey, Sam. Ich würde Ja sagen. Sie würden Ja sagen? Warte, was? Scheiße, seid ihr jetzt schon? Also, hallo? Nein, scheiße, Zane. Ja, was denn? Sie mich auch. Was halten Sie beide von Polyamor? Perfekt, machen wir so. Wir sagen beide ja. Großartig. Ist in der Stadt nicht verboten. Okay, ich muss lassen. Ja, klar. Oh Gott. Okay, aber meine ciao. Fuß. Scheiße. Ich mag ihn. Ein alter Sympath. Ja, absolut. Wir beide passen wirklich sehr gut zusammen. Das bist du in 20 Jahren, Owen. In 20? Ich weiß nicht, wie alt ist er denn? Ja, schon okay. Ist er älter? Das sehe ich, Mann, das war ein Witz. Das andere Auto steht jetzt beim Videochain, ne? Nur so als Info. Ja, hast du gesagt. Wir können jetzt leider die Akten nicht mehr machen. Ich muss ins Bett. Ihr Code wird schnarcht. Schnarcht wirklich. Oh Gott. Wir brauchen eine Couch fürs Gästezimmer, damit man da die Tür zumachen kann, weil das hier. Oh Gott, das hören wir bis hier runter. Oh nein. Das hören wir bis hier runter. Oh Gott. Ach, Mr. Stone. Großartig. Fällt mir. Guter Mann.
Warum stehst du bei dem Wetter eigentlich mit einer Hose, Mann? Es ist mega heiß. Oh. Das habe ich noch nie von dir gehört. Oh. Das war neu. Puzzelst du im Essen? Ich puzzle beim Essen, ja. Oh, ja, genau. Ich habe auch heute Morgen irgendwie Rippchen auf dem Nachttisch gefunden. War auch großartig. Warte mal, das kann ich. Ja? Das kommt mir bekannt vor, warte, das kann. Schön, ich würde ja sagen, ist das doch, na klar. Schön. Liv. Mhm. Owen. Darf ich durch deine Haare gehen? Ja, natürlich. Machst du sonst auch nicht? Naja. Mr. G. Oh. Nee, was ist denn jetzt? Mr. Richman, was für eine Ehre. Einen wunderschönen guten Abend. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich würde natürlich meine Haftstrafen antreten, es sind ja einige offen. Ja. Bloß, die Polizei ist anscheinend so inkompetent, das hier abzuhandeln. In den Zellen, meinen Sie? Nee, oder generell mit Akten. Ich bin gerade oben in der Lobby. Also, Sie würden gerne Ihre Strafbefehle absitzen, aber das PD lässt Sie nicht, oder was? Wird das richtig verstanden? Die sind quasi nicht berechtigt dazu, jetzt gerade irgendwie was daraus zu filtern. Okay, passen Sie auf. Ich rufe an der Leitstelle an. Das sind ja zweimal 1.000 Dollar, richtig? In der SMS. Mhm. Genau. Ja, genau. Das wären dann für Sie 40 Minuten und die würden Sie jetzt gerne absetzen. Korrekt. Gut, ich melde es bei der Leitstelle. Ob die das dann auch durchführen bei Ihnen, das kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich sage Ihnen das, ja? Wunderbar. Wunderbar. Weiß ich Bescheid. Ja. Natürlich sitze ich jetzt ab. Na gut. Egal. Hauptsache, sitzt. Guten Abend, Frau Zane. Ganz kurz zum Moment, ich muss ganz kurz ins Fußball absetzen. Wagen 10 für die Leitstelle kommen. Bitte mal zum Postrekord 6048. Dahin haben sich die Zeugenopfer nun zurückgezogen, auch mit platten Reifen. Da bitte mal die Aussagen aufnehmen kommen. Ist ja spannend. Leitstelle Ende. Leitstelle hört kommen. Sehen wir, ich hab gerade ihn losgeschickt. Komm. Guck mal, jetzt hier Leitstelle Arbeit live, ja? Bis wir mal dran sind am Notruf. Grüße, hast du ja was zu tun? Kannst du jetzt einfach einen Wagen vom BD nehmen und ganz kurz Richtung Arcadius Tower fahren und drei Leute einsagen? Ich bin doch da! Oh, danke. Entschuldigung, ich hab den Notruf gewählt. So, jetzt bin ich da. Also wenn es wirklich Notruf gewesen wäre, ne, da hätten wir aber jetzt ganz schön doof geguckt. Pass mir auf. Das hätte ich ja für zurückgestellt, aber ich schätze mal, das ist es eher nicht. Genau. Also, ja. Zane hier, offizielle Staatsanwältin, ruf im Dienst an. Genau. Mr. von Richman, Phineas von Richman, bist du irgendwo bei ihm in der Lobby stehen? Das ist richtig, ja. Genau. Der möchte gerne seine Haftstrafe absitzen. Ich habe das im Kopf. Genau. Dementsprechend darf der gerne für 40 Minuten einmal in die Zellen. Ich glaube, 40 Minuten machen sie noch in den Zellen, oder? Oder ist das schon Prison? Er wollte eigentlich Richtung Prison, fragen Sie mich nicht warum. Ja, gut, wenn sie das machen, das entscheiden ja sie. Prison oder Zellen ist mir egal. Ja. Aber er darf gerne einmal 40 Minuten sitzen, ja? Okay. Wunderbar, sonst wäre nämlich seit 7 Minuten sowieso auf der Fahndungsliste. Perfekt. Jupp, weiß ich Bescheid. Dankeschön, ciao. Jo. Schaffe ich den Leuten schon... Ach, nicht mehr. Was mache ich hier überhaupt? Owen? Ah, oh, hilft schon. Na gut. Ich kraul dich noch ein bisschen, ja? Noch entspann dich mal. Wolltest du, bevor ich angerufen wurde, noch was sagen? Nee. Dass dein Lächeln atemberaubend ist.
Das wolltest du sagen, ja? Wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Owen. Schlaf gut.